Haben die Herren noch einen Wunsch? Sabo, erzählen Sie doch auch mal einen Witz. Es darf auch ein jüdischer sein. Da sind wir tolerant. In einem Lager gab es einen Lagerkommandanten, der hieß Müller. Und er hat ein Glasauge gehabt. Und eine Angewohnheit hat er auch gehabt, der Herr Lagerkommandant Müller. Nämlich, wenn immer er in Stimmung war, ließ er den nächstbesten Häftling zu sich rufen, um ihm zu zeigen, was deutsche Wertarbeit ist. Wenn er herausfände, welches von seinen Augen das Künstliche sei, dürfe er abtreten. Wenn nicht, wird er erschossen. Und eines Tages hat er den Häftling Jakob Korngold erwischt und ihm die gleiche Aufgabe gestellt. Da hat ihn der Jakob Korngold angeschaut und hat gesagt, nur das linke Auge ist das Glasauge, Herr Lagerkommandant. Wie er das denn so schnell herausgefunden hätte. Darauf der Jakob Korngold. Nun wissen Sie, Herr Lagerkommandant, es schaut so gütig.